Was darf Satire? Die Frage ist oft behandelt. Die Frage, was sollte Satire wiederum, ist viel seltener behandelt. Meine Antwort? Unterhalten und kritisieren. Wenn ich Satire in schlecht und gut unterteilen möchte, ist die erste Kategorie, unterhalten, leider nicht so hilfreich, weil sie subjektiv. Die zweite Kategorie wiederum ist weniger subjektiv. Wenn ich also einen Text schreibe, der den Zustand kritisiert, dass Deutschland eine Monarchie ist, dann kann dieser Text sehr unterhaltsam sein. Dieser Text kann auch typische Stilmittel für Satire, wie zum Beispiel Übertreibung, enthalten. Aber die Kritik ist nicht sonderlich gut, weil die Basis, dass Deutschland eine Monarchie ist, das, was kritisiert wird, einfach nicht wahr ist. Das ist, worauf man achten muss, wenn man Satire betrachtet. Und mir macht Sorge, dass Satire die Unterhaltsamkeit und die Kritik etwas entkoppelt. Mein Text über den Zustand, dass Deutschland eine Monarchie ist, der diesen kritisiert, kann sehr unterhaltsam sein. Und er könnte mit großem Beifall und großer Reichweite irgendwo veröffentlicht werden. Und das ist komplett unabhängig davon, ob Deutschland tatsächlich eine Monarchie ist. Das lässt sich auch auf ganz andere Beispiele anwenden. Aber das ist das Risiko an Satire. Es entkoppelt Unterhaltsamkeit und Kritik.